In Zeiten schrumpfender Etats leisten sich immer weniger Medien teure Recherchen. Das genaue Hinsehen, das sich selbst ein Bild machen, bleibt dabei existenziell wichtig für einen Journalismus, der genau und objektiv berichten will. Die Recherchestipendien der Otto-Brenner-Stiftung sollen Journalisten die Möglichkeit geben, frei von finanziellem Druck und mit Hilfe von erfahrenen Mentoren ein Thema zu realisieren. Die Recherchestipendien sind jeweils mit 5.000 Euro dotiert und zur Vergabe darf ich jetzt Jurymitglied Professor Volker Lilienthal von der Uni Hamburg zu mir bitten. Hallo Frau Höfer. Hallo. Ein kurzes Wort zu der Besonderheit der Otto-Brenner-Stipendien. Also die Besonderheit der Otto-Brenner-Stipendien liegen darin, dass wir erstens auch da sozial relevante Stoffe, die dem Geist des Namenspatronen entsprechend auswählen, also demokratische Wachsamkeit, das ist uns sehr wichtig in der Jury. Dann begleiten wir diese Stipendien auch mit Mentoren, das heißt, die Stipendiaten werden von erfahrenen Journalistinnen und Journalisten bei ihrer Arbeit beraten. Und dann eben drittens, Sie haben es schon gesagt, Recherche kommt oft zu kurz. Wir in der Jury sind der festen Überzeugung, dass Recherche der Qualitätstreiber im Journalismus ist. Deswegen gehört er gefördert. Und wenn Medienunternehmen das nicht mehr hinreichend tun, wie Sie richtig beschrieben haben, heißt das nicht, dass wir als Jury oder dass die Otto-Brenner-Stiftung das irgendwie kompensieren wollte, sondern wir wollen einfach Zeichen setzen. Wir wollen vor allen Dingen auch freie Journalisten fördern. Und wenn man eben für ein hinreichend nachgewiesen relevantes Thema 5.000 Euro bekommt, dann kann man damit schon eine Menge anfangen. Und für welche Projekte hat sich die Jury in diesem Jahr entschieden? Zunächst einmal der Gedanke der Kontinuität. Über die Jahre, 14 Jahre Otto-Brenner-Preis, haben wir 40 sehr relevante Projekte gefördert. Und in diesem Jahr ist unter den Stipendiaten der Ralf Hutter. Sie sehen hier das Thema von ihm. Windstrom hin in den Süden, hört sich sehr sauber an, über Stromautobahnen wird das geliefert, alles eine tolle, technisch saubere Sache. Und der Ralf Hutter interessiert sich dafür, stimmt denn das überhaupt? Ist das so sauber und läuft das überall dort, wo diese Stromautobahnen gebaut werden, läuft das da konfliktfrei ab in den betroffenen Regionen? Dann Maria Mercedes-Hering und Miriam Lenz. Ein Thema, die wollen sich mit der verfassten Studierendenschaft befassen, also die ASTAs, die alle Leute kennen, die irgendwie mit Uni zu tun haben. Die sind natürlich notwendig, diese Gremien, ein Gremium der Mitbestimmung. Aber wissen die denn immer so richtig, was sie tun? Oder sind sie vielleicht in einer Krise? So jedenfalls die Arbeitshypothese dieser beiden Rechercheurinnen. Und dann ein international besetztes Team, Kaitlin Chandler, Giacomo Zandonini und Petra Sorge. Die recherchieren etwas, über das ich Ihnen noch nicht mehr verraten darf, weil die Recherche soll nicht behindert werden, aber wenn Sie diesen Titel sehen, dann können Sie als gebildete und intelligente Zeitgenossen sich schon etwas denken, die unsichtbare Grenze. Wir werden gleich auch noch erfahren, was aus den Stipendien vom letzten Jahr geworden ist. Da überlasse ich Ihnen jetzt die Bühne. Vielen Dank, Frau Höfer. Bevor ich zu diesen Stipendien aus dem vergangenen Jahr komme, möchte ich kurz mit Ihnen, meine Damen und Herren, noch einmal innehalten. Jörg Hofmann hatte schon gesagt, Thomas Leif ist nicht mehr unter uns. Sie alle haben Thomas Leif gerade in diesem Part der Preisverleihung häufiger erlebt, wenn es um die Recherchestipendien ging. Da hatte er, der erfahrene Profi, oftmals sehr junge Journalistinnen und Journalisten zu Gast und hat die richtig examiniert. Was haben Sie denn herausbekommen? Das war manchmal sehr streng, es war aber immer von großem Unterhaltungswert für Sie als Publikum. Und dieser Thomas, an den sich viele hier im Saal noch erinnern werden, der fehlt uns in der Jury sehr. Er gehörte von Anfang an zu dem ganz kleinen Kreis von Persönlichkeiten, die den Otto-Brenner-Preis mitbegründet haben, die die Stiftung mit auf die Idee gebracht haben, sich hier in der Journalismusförderung stärker zu engagieren. Der Thomas Leif war in all den Jury-Sitzungen, die immer vertrauensvoll, oftmals aber auch kontrovers verliefen, weil eine Jury soll ja das Beste herausfiltern, war er immer der Stachel im Fleisch.
weil wenn einige Juroren und Jurorinnen schon meinten, da haben wir aber was ganz Tolles, das muss ein Preis werden, dann hielt er inne und fragte, glaubst du wirklich, dass das so gut ist? Schau mal da, schau mal hier. Also insofern hat er dann die Jury auch irritiert, wir mussten unser Urteil überprüfen. Er war aber auch immer sofort mit dabei, er war begeisterungsfähig, wenn wir ein echtes Meisterstück oder Meisterinnenstück zur Entscheidung vorliegen hatten. Dieser Thomas Leif mit all seiner Programmkenntnis, mit seiner Belesenheit, mit seiner politischen Intelligenz, er fehlt uns sehr, sehr in der Jury und wir wollen kurz an ihn denken. Ja, vielen Dank. So, jetzt, was ist aus den Recherchestipendien geworden? Ich habe eben schon im Gespräch mit Frau Höfer darauf hingewiesen, über die Jahre sind 40 Rechercheprojekte abgeschlossen worden. Eines aus dem vergangenen Jahr können wir Ihnen immer noch nicht vorstellen, weil der Stipendiat recherchiert verdeckt. Es geht um die Szene der Leugner des Klimawandels oder der Klimakrise. Heute hat jemand auf Twitter vorgeschlagen, wir sollten nicht mehr euphemistisch von Klimawandel sprechen, sondern besser von Klimakrise. Also um dieses Thema geht es. Da leugnen viele, da reagieren viele auf journalistische Recherche mit juristischer Repression. Und um diese Recherche nicht zu gefährden, nicht zu behindern, sagen wir jetzt noch nichts näher. Wir stellen auch den Stipendiaten hier jetzt nicht auf offener Bühne vor, weil ja live gestreamt wird. Aber ich darf Ihnen schon versprechen, dass es sich am Abend des 6. Dezember nochmal zusätzlich lohnt, Monitor im Ersten einzuschalten, weil, so ich höre, soll da was kommen. Also bleiben Sie bitte aufmerksam. So, und jetzt bitte ich Bernd Kramer nach oben zu uns, zu mir hier. Da kommt er. Denn Bernd Kramer hat sein Rechercheergebnis schon recherchiert. Bitte, da ist Ihr Mikrofon. Er hat es recherchiert auf Zeit Online. Eine Geschichte über Erntearbeiter hier in Deutschland und wie die für Billiggeld unser Gemüse vom Feld holen. Bernd Kramer, darf ich kurz vorstellen, ein Kollege aus Hamburg. Er hat in Köln Volkswirtschaftslehre studiert, ist Diplom-Volkswirt und Absolvent der Kölner Journalistenschule für Wirtschaft und Politik, heißt sie, glaube ich. Ne? Herr Kramer, wie war das bei Ihrer Recherche? Zu jedem Recherchestipendium gehört natürlich ein ordentlicher Antrag an die Jury mit Kalkulation, mit Nachweis der Relevanz des Themas. Und da sind eben auch sozusagen die Plotpoints aufgeschrieben, was Sie erreichen wollen. Konnten Sie das erreichen, was Sie sich vorgenommen hat? Ja, im Prinzip schon. Also was für mich natürlich so die Frage war, welche Bereiche schaue ich mir an? Also es gibt, ich bin am Anfang auf die Zahl gestoßen, dass es auch bei uns doch eine nennenswerte Zahl von Menschen gibt, die so sklavenähnlichen Zuständen arbeiten, was auch immer das heißt und ob man den Begriff benutzen möchte oder auch nicht. Und der Bereich Landwirtschaft war auf jeden Fall einer der Bereiche, die da notorisch sind, ist. Und genau, und mit der Absprache mit der Redaktion habe ich dann bin ich angefangen, in diesem Bereich zu recherchieren. Das Thema der Erntearbeit, der Sklavenarbeit partiell wird uns ja heute nochmal beschäftigen in dieser Preisverleihung. Aber wenn ich solch ein Thema mit meinen Studierenden diskutieren würde, dann würde ich sagen, da müsst ihr rein in ein verschlossenes Milieu. Da gibt es ja keine Pressesprecher, die nur darauf warten, dass ein Bernd Kramer anruft und will ein Interview führen. Trafen Sie auf besondere Hindernisse bei Ihrer Recherche? Also es gibt natürlich Menschen, die sich mit diesen Wanderarbeitern beschäftigen und die waren im Prinzip natürlich auch der Türöffner in dieses Feld, in die Recherche. Ich bin mit denen auf Felder gefahren und hab die begleitet. Was tatsächlich schwieriger war, als ich dachte, war Kontakt zu bekommen zu den Protagonisten. Und man muss dazu sagen, es gab auch so ein bisschen so einen Zeitdruck, weil es begann so, dass die Spargelbuden überall standen und die Erdbeerbuden und die Redaktion meinte, das ist ein guter Anknüpfungspunkt, um das Thema zu machen. Es ist aber so, dass die Saisonkräfte sich meistens erst mit
Missständen melden oder Missstände artikulieren, wenn sie schon halb auf dem Sprung wieder weg sind und wenn es vorbei ist. Und dass sich dann auch tatsächlich schnell die Kontakte einfach verlieren, wenn sie sich hier an Berater wenden und sagen, irgendwie, ich weiß nicht, ich muss hier 600 Euro für die Miete bezahlen, obwohl es doch eigentlich nur 246 sein sollen. Dann melden die sich und sind dann aber auch relativ schnell wieder weg und tatsächlich auch gar nicht so einfach auffindbar. Viele Erntearbeiter kommen ja aus Polen. Sprechen Sie Polnisch? Nee, ich spreche kein Polnisch. Und ich hatte einen Protagonisten aus Polen, der berichten wollte von einem Einsatz im Spreewald, wo er seit Jahren war und in diesem Jahr aber feststellte, dass sozusagen der Landwirt dazu überging, so das wirtschaftliche Risiko auf die Erntehelfer zu verlagern. Also das heißt, die wurden nur bezahlt für Spargel, der vermarktungsfähig war, so stand es im Vertrag offenbar. Und der war aber schon wieder in Polen und hatte aber auch irgendwie, lebte da auch auf dem Land. Also viele kommen tatsächlich auch aus ihren Herkunftsländern, aus der Landwirtschaft, und hatte kein Internet, sprach kein Englisch. Also das heißt, da musste ich irgendwie mich mit dem verabreden und praktisch über eine Beraterin, die den dann kontaktiert hat, auf Polnisch einen Termin finden. Zu dem Termin habe ich dann einen Dolmetscher hinzugebucht, um meine Fragen stellen zu können. Also es war nicht ganz einfach. Also es gibt immer Mittel und Wege hier übers Telefon. Erinnern Sie sich auch noch an eine leibhaftige menschliche Begegnung, die Ihnen in Erinnerung geblieben ist? Ja, was ich interessant fand, als ich war unterwegs auf Spargelfeldern in Brandenburg und da gab es eine Gruppe Erntehelfer aus Rumänien, überwiegend aus Rumänien, die so haben dies geschildert, offenbar gebrieft worden sind von ihrem Arbeitgeber. Also seit 2008 gibt es auch den Mindestlohn für Saisonkräfte in der Landwirtschaft, ein bisschen verzögert, aber jetzt gilt er. Und die waren schon darauf instruiert, wenn der Zoll kommt, sagt er, ihr verdient 8,84 die Stunde. In Wirklichkeit waren es aber, sagten sie, 6,50. Der Betrieb hat das abgestritten. Das war auch nicht ganz klar, ob diese, also für welchen Betrieb diese Helfer da tätig waren. So steht da letztlich Aussage gegen Aussage. Und ich habe auch den Eindruck, ich habe mal tatsächlich auch die Fälle recherchiert, was so Mindestlohn Verstöße anbetrifft, das ist, oder die Zahl versucht zu recherchieren. Ich glaube, der Zoll hat 600 Betriebsuntersuchungen gemacht 2017 und nur in 46 Fällen gab es ein Verfahren wegen eines Mindestlohnverstoßes. Und da gibt es also die anekdotische Evidenz, die man da so hört oder erlebt, wenn man mit Beratern spricht oder auch auf dem Feld ist, spricht ein bisschen dagegen. Vielen Dank, Herr Kramer. Rechercheergebnisse haben dann Impact, wenn sie gelesen werden von Ihnen als aufgeklärtem Publikum. Sagen Sie deshalb bitte kurz den Titel der Publikation auf Zeit Online. Er steht da auch. Ach, er steht da. Ja, dann haben Sie es ja schon alles gesehen. Also bitte, bitte googeln, lesen und wir danken Bernd Kramer. Ja, danke.